Willkommen zurück zu Blasphemous. Ich habe einen Weg gefunden, wo wir jetzt weitermachen können. Und zwar kurz mal an dieser Stelle speichern. Das Dumme ist natürlich, das Spiel speichert immer. Ich war beim letzten Mal hier drüben gewesen. Hier war noch so ein Aufzug. Und der hat mich hier hochgebracht. Und dort habe ich gefunden... Zack. Verspiegelte Maske von Dolphos, ein Artefakt, gefunden in den Händen eines toten Erzdiakons, in einem Turm inmitten von Schnee. Da habe ich das gefunden, ist für unseren Aufzug wichtig. Ich habe nämlich gerade eben schon mal kurz geguckt gehabt, dass wir dort, zack, das nächste Stockwerk sogar erreichen. Und das hilft uns natürlich jetzt ungemein weiter, dass wir hier ein bisschen durch die Gegend reisen können. Ansonsten müsste ich halt gucken, es gibt halt ja noch einige Stellen, wo man sich genauer umschauen kann. Ich hatte zusätzlich im Internet noch ein bisschen was gefunden gehabt, das ist natürlich auch wie sagt man dazu? Tunnel gibt, so wo man dann hier so machen muss, um wirklich dort runterzukommen, wo man hin will. Ich glaube, jetzt kommt sogar ein Boss, ja. Penitent one in sleeplessness. Carrying the guilty sword, you have committed the most serious crimes against the mother and her saints. Against the miracle and its outbreaks. We have been entrusted with putting an end to your mission. I, Chrysanta in penance, excommunicate you, expel you, execrate you, with the blessing of our miracle of the greatest pain. And thus shall your name be erased under the heavens. Das heißt, jetzt geht's los. Problem, was ich habe. Ich hatte gerade eben noch was gefunden. Da hat er mich von oben getroffen. Das hat ziemlich viel Damage angerichtet. Natürlich das an mir auch. Kurz mal abwarten hier. Da kam er mit einem Nebelschwung. Und jetzt kommt die zweite Phase, wie auch immer die aussieht. Okay, das hat irgendwie funktioniert. Stimmt, ich darf nicht. Au. Ich nehme den Winkel immer falsch. Falsch. Okay, das geht. Bist durch. Das Dumme ist natürlich, wir haben jetzt keine weiteren Flasks mehr. Da hätte ich blocken können. Okay, das hat gut geklappt, aber es reicht. Es reicht hinten und vorne nicht. Da werde ich nämlich sterben.
Was mir gerade einfällt, was ich noch holen könnte, hatte ich beim letzten Mal nämlich nicht gemacht, weil ich es noch offen lassen wollte. Das fällt mir nämlich jetzt gerade erst ein. Deswegen gehen wir nämlich mal hier rüber. Und nochmal da hochtraveln. In dem einen Punkt. Und gehen mal nach links. Jetzt hier war oder eins unten, kann ich gerade nicht sagen. Ach stimmt, hier hatte ich die Maske gefunden. Genau, da hatte ich die Maske gefunden und hier an dieser Stelle, sie hier. Und tut nämlich unser maximales Leben nochmal erhöhen. Zack, sehr schön. Erreicht die maximale Gesundheit. Okay, das ist maximal. Können wir noch was hierbei tun? Wir haben jetzt auf dem Zeug. Eblingsschutz gegen elektrische Angriffe. Das bringt mir momentan bei diesem Boss gar nichts. Luft einen zusätzlichen Schub. Ah, okay. Deutlich durchdringt. Amulett, Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Naja. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Wir haben ja das, was wir wollten, gerade geholt. Und von daher, wir waren ja ganz gut dabei bei dem Boss. Also, ich denke schon, dass der jetzt machbar sein wird. Wir kennen ja halbwegs das Movement-Set jetzt gerade von ihm. Aber mal gucken. Das Dumme ist jetzt natürlich, ich habe keine Inbrunst. Die sollte ich aber gleich wieder bekommen, wenn ich mein Boostständer oder was weiß ich, wie das nochmal hieß. Aufsammler. Fragment? Boostfragment? Nee. Wie ist denn das? Schuldfragment. Ja, ist fast das gleiche. Penitent One in carrying the guilty. We have been hier ein bisschen scheiße. Oh, war das knapp. Oh, lol. Okay, das hat mich getroffen. Ah, das funktioniert noch nicht. Versuch gerade mal. Ah, schade, das war zu kurz. Oh, alles klar. Okay, das konnte mal blocken. Nicht blocken. Okay. Ah, shit. Gerade Blockmaster 10.000 hier.
Ah, ich vergesse es immer, dass es so eine hohe Reichweite hat. Shit. Kacke. Oh, war das knapp. Da war der kleine Intervall gerade drin. Oh, shit. Oh, ich konnte blocken. Ich glaube, wir töten den mit Blitze. Oder wir haben Schwein. Ah, den zweiten habe ich verpasst. Oder wir machen es so. Heißt jetzt, ich soll dich töten oder was? Oder soll ich einfach weiterlaufen? Oha. Okay, das hat sich gedacht, ich hau doch ein paar ab. Soll mir recht sein, ist er weg. Entdeckt die Hauptgebiete von Historia. Okay, also im Prinzip haben wir jetzt das Grundspiel fertig. Okay, krass. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir doch irgendwie zu der Zisterne kommen. Dann hatte ich im Internet noch was anderes gefunden, wegen... Oh, ich glaube, ja, hier war das. Wie man da reinkommt und den Rest, ja, müssen wir halt schauen. War schon irgendwie hin. In my dreams I heard your footsteps coming closer. In my dreams I tried to talk to you and introduce myself. Guardian of the miracle and of the miracle banner, with great pain I carry the emblem of the Father. I am the hands of bloodied skin. I am the eyes from which your mother gazes. But nothing I know of you, apart from your cold, nameless visage, apart from your calloused and wounded hands, apart from the mourning of your deaths. No, I know nothing of you. Only the miracle knows. Now may your sword, full of guilt, with mine of gold, collide. Let them hurt and march in procession. I curse you forever in name. I bless you forever in death. Papst höchstpersönlich, oder was? Ja, so in etwa. Okay, mit drei Schlingen hat er aber ganz schön. Oh shit. Stopp, das lässt du. Nicht durch? Nein, darf ich nicht. Okay. Ah, ich bin durchgekommen. Alarm.
Gut, ich habe ihn. Uiuiui. You have shattered the mirror in which you saw me asleep. Now you see me awoken as the son of the true miracle. Oh shit. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Oh, hello. Okay. Oh, das habe ich nicht gesehen. Wow, wie mies ist das denn? Was ist da? Oh. Oh, ich sehe gerade, ich mache dem Gockin Schaden, wa? Sicht muss ich Damage zufügen. Ah. Jetzt habe ich es auch verstanden. Oh, yeah. Okay. Ja, ich muss ich jetzt. Rüber. Block. Nicht gebracht. Ist er wieder. Blubberblasen sind ja an sich kein Problem, weil die ja schnell mal auf diese Plattform streifen. Jetzt hat er noch halbwegs das gleiche. Wow, wieder der letzte Rest hat mich nach vorne katapultieren lassen. Okay, das können die blocken. Schön. Kacke. Oh, und mitten rein. Ach ja, natürlich, jetzt macht er das auch noch. Shit. Das wird ein harter Boss werden. Ja. Mit dem Feuer, da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das machen soll. Das wird schwierig. Ich habe eine Idee. Wir lassen den erstmal sein. Und gucken uns unten nochmal ein bisschen um. Wir haben ja noch mehr als genügend Zeit. Das heißt, hier fehlt uns ja noch teilweise ein kleines bisschen was. So, jetzt muss ich ganz kurz mal auf die Karte gucken. Wir waren hier an dieser Stelle. Hier drüben war der Alte. Den hatte ich gesehen gehabt.
Okay. Gehen wir mal zum Teleporter. Der war ziemlich krass gerade, der Boss. Das war also eher so, puh, ja, nicht so geil, fand ich. Wir gehen mal nach Albero. Außerdem würde ich gerne nochmal runtergucken. Bei dem einen Typen, der uns die Fläschchen verstärkt. Apropos. Okay, ist noch nicht freigeschalten. Wie gedacht, das haben wir jetzt da im Gericht, aber nee. Nee, nee. Nicht der Fall. Hier war das, ne? Ja. Oh, guck mal. Was getan? The Ancient One is exiting my body. It is being born through the rift in my chest, from which its visage was peering. Penitent One, what must I do? Must I allow the miracle to continue with its punishment? Was soll ich das wissen? Hurry, bring me the Quicksilver before it's too late. Ich habe ja Quicksilver dabei. 12.000. Habe ich das. With this Quicksilver, I bless the mixture that will recover your spilled blood. Oh Leute, es geht noch höher. What? Hurry! Soll ich noch jetzt Quicksilver herkriegen? What the fuck? Ich hab gedacht, das war's. Das reicht. Ah. Für ihn. Aber nö, er sagt sich. Am Arsch. Ich brauch noch was. So, wir gehen mal eben diesen Lift nach oben. Wo das eine ist, was ich vermute, beziehungsweise gesehen habe. Dass es funktionieren könnte. Ich bin mir aber halt nicht sicher. Ich bin nämlich der Meinung, ich habe es schon mal probiert. Ich habe das schon mal versucht. So, rechts kann ich mal kurz mein Zeug wiederholen. Für 700 kann man das mal machen. Schuld wurde gesühnt. Okay. Genau. Des namenlosen Sängers. Ja, was ist das? Beschwert. Geschmiedet inmitten von Balladen voller verbotener Verse. Kann ein Mea Culpa eingefügt werden, reduziert die Dauer des Anhalten. Erleichtert aber die Ausführung des gerechten Konters. Was? Ah, eine Idee. Also erhöht nicht die Blockchance, sondern verringert sie, aber erleichtert den Konter. Uff, das ist mies. Oder es kann mies sein, sag ich. Gehen wir jetzt nochmal nach unten. Ich will jetzt nochmal in der Zisterne gucken, vielleicht kriege ich ja... Muss ich mir auch noch holen, diesen Engel da. Vielleicht kriege ich ja Zugang jetzt irgendwie da unten. Then thou hast ihn once and let me never heard from him.
please give her less. Wem soll ich das geben? Moment. Lochten ist in dem ein verwittertes Bronzeamulett mit dem Emblem des Ordens war. Vielleicht mal der war. Sitzung. Im alten Mann vielleicht? The Order blesses thee, Paladins. Ah, Tränen da ab, bitte. Find the next candidates. Ah, nee, da habe ich jetzt noch eine Idee. Mal eben was spenden. Leute, hier kann ich das auch machen. Genau. Geben wir mal 1050. Jetzt auf 10.000 sind. Mal gucken, ob irgendwas passiert. Ich glaube, es war nicht. Quatsch mal mit dem jetzt vorne nochmal. Nee. Okay. Sorrowful. Der nicht. Ein verwittertes Bronze-Amulett. Vielleicht kann er das segnen hier, der hier drin ist. Wenn das nicht der Fall ist, fällt mir bloß noch der alte Mann ein. Und ansonsten. Bring me anything. Okay. Okay, dann können wir was anderes machen. Was anderes? Ich überlege gerade wirklich, ob ich zu dem alten Mann gehe. Ist oder ich mich hier drüben noch mal umschaue, weil ich glaube, hier war auch noch irgendwo was. Ein bisschen Hunger merke ich gerade. Auch knurrt. Immer runter. Also wollte ich das nicht, danke. Und eigentlich nehme ich bloß abspringen. Oh, okay, da muss es ja irgendwie einen Weg in die Zisterne hier geben. Links komme ich auf den Weg, rechts. Ich hier vielleicht? Oh. Nee, funktioniert nicht. Okay. Den Weg hatten wir ja nachteilig freigeschalten. Im Nachhinein meine ich. Der würde uns auch nur bis hierher führen. Den kann ich nicht durch. Außerdem wäre das hier ja auch nur ein Shortcut. Hello. Bye. No, jetzt nach unten. Hier war das nicht. Was? Oh. Ja, genau, meine Schläge sind schon dreimal so stark und der überlebt noch, damit ich ihn exekutieren kann.
Okay. Also hier wird freigeschalten, wenn ich von da unten komme. Kann ich nicht oft machen. Darüber komme ich. Muss ja irgendwie von rechts kommen. Moment. Moment. Warte mal, hier geht's gar nicht lang, wa? Ich das gerade sehr. Ja. Da ist er. Da geht's gar nicht lang. Was war denn dann hier drüben? Und was war hier? Kann sehen, dass hier ein Schatz war? Oh ja. Gut. Ne, dann muss ich halt mal gucken, dass ich da anders hinkomme. Hoppa. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, dass ich hier sowas abkriege. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Sag mal, Schaden kriege ich ja kaum. Oh. Wollt ihr mal gucken, was da drüben ist? Was ist das da? Ey, halt dich doch fest! Dass hier eine Kiste war. Wow. Bin aber glaube an diese Kiste noch nie rangekommen, weil wegen Gründen. Außerdem ist hier ein Engel. Kann ich. Okay. Wie komme ich an diese Kiste ran? Warte mal. Das sind die Ranken. Das ist das Miasma. Das ist das Blut. Machen wir mal das Blut weg und machen wir mal das hin. Weil ich habe gerade eine Vermutung. Mich das möglicherweise aus größeren Höhen fallen lassen kann. Wie hier zum Beispiel oder hier. Würde das nämlich für mich ein bisschen noch Sinn ergeben. Oh. Nee, halt. Falsch. Boah. Was du willst, das ist okay. Stimmt, hier ist auch noch was. Wo bin ich denn da hin? Das ist okay. Ah, wie war denn das?
Muss ich da extra zu Mea Culpa hin? Ich glaube ja. Nee, warte mal, musste ich nicht. Perle nach Miracle, launisch geschehen. Gewährt in der Luft einen zusätzlichen Schub. Nee, ich hab gedacht, das ist der Doppelsprung. Oder? Ah, warte mal. Schade, komme ich nicht hoch. Okay, was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Hey, Jung. Kurze Öl trinken. Was zu schwer. Die Entschlossenheit ist. Bietet Schutz gegen Blitzattacken. Verstürzen und verkürzt die Erholungszeit. Wert gewissen Schutz gegen Feuer. Elektrisierend ist klar. Das ist auch okay. Wenn dessen Kräfte fast erschöpft sind, das ist mehr Damage dann. Enthüllt die Lebensessenz von Feinden. Braucht man nicht. Haben wir bisher nie gebraucht. Gewisser Schutz gegen Gift. Beschleunigt den Gebrauch von Gebeten. Beschleunigt den Gebrauch von Gallenflaschen. Erhöht die Ausweichdistanz. Bringt Aberglauben keine Beachtung. Das ist das mit der Verteidigung. Was soll das denn? Ich will doch nicht einfach da durch. Hier unten komme ich trotzdem noch nicht hin. Dann versuche ich es einfach mal. Halt! Auf dem falschen. Dann versuche ich es doch einfach mal nach da oben. Natürlich. Genau. Ich hoffe natürlich, dass hier jetzt ja nichts passiert. Aber erstmal den Fahrstuhl nach unten, um zu gucken. Natürlich ein ganz schöner Weg, der nach unten geht. Würde vielleicht sogar erklären, wie ich da runterkomme. Jo. Anders wäre ich nämlich jetzt genau gestorben. Ich der umgekehrten Ferse. Ferse? Einfach Kelch mit Rostflecken. Sein Inneres ist mit mattem Silber ausgeschlagen. Über das sich spiralförmig Verse bis zum Boden des Gefäßes ziehen. Verse erzählen oder Verse erzählen von ethnischen Wesen, verbotenen Früchten. Die da ist.
Du, da komme ich nicht weiter. Komme ich ja nur von der anderen Seite durch. Nichts ist geschehen. Muss ich also wahrscheinlich... Ah, ich habe eine Idee. Ich muss den mit diesen Sargtypen füllen. Gut oder irgendwas? Wäre einmal diese Steintypen. Dann die aus dem Ödland, aber den kenne ich glaube ich gar nicht. Falls das alles... Jetzt bin ich hier gelandet. Und jetzt bin ich da gelandet. Ah, das sieht natürlich schon alles ganz anders aus, wenn das so funktioniert. Jetzt bin ich hier. Dann sollte ich vielleicht mal versuchen... Sollte ich vielleicht mal versuchen, und wir das gleiche hier nochmal probieren und hier auf jeden Fall, weil hier war ja der Weg, den ich nicht gegangen bin, es halt nicht konnte. Gut, das heißt, ich sollte jetzt mit dem nächsten nach oben und dann da, alles klar. Dann weiß ich jetzt natürlich auch, wie ich ein Kind holen könnte. Engel, whatever. Zumindest wäre das die Möglichkeit. Warte mal, wenn ich schon mal hier bin. Ich gleich mal gucken. Unten ist er. Ja. Oder zum Teufel. Also ich brauche diese drei Typen. Wie mache ich das am besten? Wo ist der letzte? Das einer aus diesem Grab? Einen Stierkopf habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Oh. Zumindest nichts, was mir einfallen würde, dass ich den schon mal gesehen hätte. Steintypen, die sind ja leicht zu finden. Oh, warte mal. Wobei. Na doch. Wir gehen hoch und speichern mal. Die Zeit ist nämlich schon wieder halb rum. Ja, halb rum. Da sind wir am Ende. Ja, also ich werde wahrscheinlich das nächste Mal mich nochmal auf die Suche begeben. Nach diesem Stierkopf, was auch immer. Und dann gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall muss ich ja auch noch hier und hier nochmal hin, weil hier ist wichtig, wenn wir hier eine Truhe bauen. Die brauche ich unbedingt. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von euch. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal an dieser Stelle hier wieder bei Blasphemous. Schön und viel Spaß. Haut da rein. Ciao.